Wenn du jetzt zu den Personen gehörst, die in einem Autohaus arbeiten oder sogar Geschäftsführer sind und mit der aktuellen Situation nicht mehr zufrieden sind, sprich, die Ergebnisse sind nicht mehr so, die Resultate, die haben nicht mehr den Anschein, dass sie das aus den Vorjahren wieder einmündigen werden. Und wenn das der Fall bei dir ist, dann musst du dir einfach die Frage stellen, womit bist du aktuell zufrieden, beziehungsweise was könntest du daran ändern, um da dem Herr zu werden, um für eine Veränderung zu sorgen, die wirklich ganz neue Ergebnisse bedeutet, um einen Anschein nicht nur zu bewirken, sondern einen Vorsprung zu erreichen. Die Besonderheit ist da, du musst immer wieder, wenn du da dran arbeiten möchtest, dich zurechtrücken, um herauszufinden, was habe ich denn in der Vergangenheit gemacht und wie hat sich das in der jetzigen Zeit verändert. Und erst dann, wenn du so weit gehst, wenn du das für dich strukturiert aufbaust, um herauszufinden, wo kann man wirklich ansetzen, dann wirst du zu dem Ergebnis kommen, um herauszufinden letztendlich, ich muss gewisse Stellschrauben verändern, ich muss den Leuten zuhören, ich muss denen die Aufmerksamkeit schenken. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, ich muss da Taten walten lassen. Ohne dem, wenn du das nur dir anhörst und es passiert nichts, dann trittst du auf der Stelle und wirst nicht von einem Unterschied herleiten können. Und in dem Zusammenhang, sag dir doch einfach nur mal, was ist in dem Ausmaß dir wichtig? Wo möchtest du letztendlich das Ganze hinbringen? Und erst dann wirst du verstehen, dass die ganzen Ergebnisse, dass all das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, nur dafür gut war, um dahin zu kommen. In der heutigen Zeit reicht das alles nicht mehr aus. Und du musst für dich verstehen, dass das der Grund ist, warum du an der Stelle stehst, wo du augenblicklich bist. Und wenn du das nicht machst, dann wundere dich nicht, dass die Leute, die Personen, die dich anrufen, die dir eine WhatsApp schicken oder sonstige Nachrichten, wie auch immer, auf welchem Weg, nicht mehr mit dir zufrieden sind. Weil es gibt so viele Mitbewohnerer da draußen, die gehen eine Etage höher, einen Schritt weiter, um wirklich denjenigen abzuholen, vollkommen zu überzeugen und zu erreichen und um den wirklich das so auf dem Silbertablett zu servieren, wie er sich das letztendlich vorstellt. Und wenn du da schon aussteigst, dann darfst du dich nicht darüber wundern, warum deine Ergebnisse nicht mehr so sind und warum andere Personen an dir vorbeiziehen. Und das kannst du herausfinden und vor allem stoppen, wenn du wirklich daran interessiert bist. Ohne dem wird das nichts. Wenn du wirklich für dich beanspruchst, ich bin der Beste, ich kann alles, bei mir ist alles tippitoppi, dann wundere dich bitte nicht, dass du keine Bewerbung mehr bekommst, dass kein Fahrzeug, egal welche Motorisierung das ist, bei dir vom Hof geht. Weil in der heutigen Zeit kannst du es dir nicht mehr aussuchen. Derjenige, der Interesse hat, der sagt dir ganz klar, was er sich vorstellt. Und wenn du auf diese Interessen nicht eingehst und für dich ganz klar priorisierst, ich mache das alles nicht. Für mich ist das viel wichtiger, dass ich das schönste Autohaus habe und die tollsten Fahrzeuge, die so hochpreisig sind, dass kein Mensch, kein Hahn danach kräht. Dann kannst du jetzt schon eigentlich davon ausgehen, dass die Zeichen der Zeit für dich gezählt sind und dass du nicht mehr weiterkommen wirst. Weil problematisch wird es da nämlich, du hast nicht verstanden, was die Leute da draußen von dir erwarten. Und erst dann, wenn du so weit gehst, wenn du diese Schritte bereit bist zu gehen, wird das für dich so eine Genugtuung. Und wird das so, dass du ganz genau weißt, ich kann darauf aufbauen und es wird so sein, dass irgendwann mal diese Ergebnisse regnen werden, die du dir sehnlich wünschst und erhoffst. Und das Schöne ist da in dem Zusammenhang vor allem, dass du herausfinden wirst, dass du an diesen Herausforderungen wächst. Und das kannst du so immer wieder stückeln und staffeln, dass du ganz klar weißt, worauf kommst du denn an? Jemand, der jetzt in dieser Situation steht und sich darüber wundert, was alles in der Vergangenheit geklappt hat, der bleibt auf der Stelle stehen und tritt da mehr oder weniger drauf und kommt da gar nicht mit zurecht, dass er sich verändern muss. Veränderung bedeutet Wachstum. Und das ist so zu verstehen, dass du für dich einfach mal verstehen musst, was ist dir wirklich wichtig. Dass du nicht in die Veränderung kommst, nicht ins Handeln oder ist Wachstum, der Fortschritt, alles, was daran beteiligt ist und partizipiert, ist dir das vorrangig ganz, ganz oben so von der Sichtweise her zu verstehen, dass du darauf aufbauen kannst. Weil das Schöne ist, du wirst irgendwann mal merken, dass all das für dich gar nichts mehr bedeutet, weil das gehört zum normalen Tag dazu. Und Personen, die dich auseinandernehmen wollen oder kritisieren oder irgendwie etwas an dir heranlassen, wo du nicht mehr zufrieden bist, das ist ein Zeichen dafür, dass du sie erreicht hast, weil die sind mit sich im Endeffekt unzufrieden. Und das Schöne, du kannst da eine Menge draus herauslesen und das, was du daraus herausarbeiten könntest, das ist so ungemein faszinierend, weil viele, die gehen davon aus, dass was man in der Vergangenheit schon erreicht hat, dass das Maß aller Dinge ist, aber dem ist nicht so. Und du musst für dich herausfinden letztendlich, was ist dir wichtig? Wenn du überhaupt keine Wünsche und Ziele perspektivisch hast, dann stocherst du im Trüben und die Problematik ist, du verlierst irgendwann mal den roten Faden und den Anschluss und findest auch gar keine Argumente mehr dafür, wieso, weshalb, warum man das machen sollte. Den ganzen Tag
Kannst du daran arbeiten? Du kannst für dich verstehen, welche Sätze, welche Schritte und welche Vorgaben müssen dafür erfüllt werden, um diese Bedingungen zu erfüllen, die da im Hintergrund spruchreif werden. Und jeder Mensch, der hat selbst das alles in der Hand und kann für sich bestimmen, wo er letztendlich landen möchte. Aber wenn er das Navigationssystem im Inneren bei sich nicht programmiert, dann wird er niemals dahin kommen. Und das ist für Menschen jeglicher Natur eine Herausforderung, weil sie sich ganz klar sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, nicht mehr akzeptiert. Und diese Kritik von anderen Menschen auf einen einprasseln, das ist für mich irgendwie etwas, das möchte ich nicht. Diese Ablehnung, die kann man wirklich verstehen. Voraussetzung ist, man lässt sie nicht an sich heran. Und wenn du weich gestrickt bist und Negativität überhaupt nicht verarbeiten kannst, dann ist ein Zeichen dafür, dass du in deiner Komfortzone noch lebst und dich da wohl fühlst, um dir einfach nur zu sagen, ich brauche das alles nicht mehr. Die meisten Autohäuser da draußen, die sind genauso, die sind exakt so verstrickt und aufgebaut, dass sie sich ganz klar sagen, es hat ja schon 100 Jahre funktioniert und warum soll ich das jetzt anders machen? Warum sollte ich dir zuhören? Warum sollte ich dir meine Aufmerksamkeit schenken? Einfach mit dem Hintergrund, weil wir genau diese Situation komplett auseinandergenommen haben. Wir wissen einerseits, wovon wir sprechen und wir sprechen nicht nur davon, wir lassen auch Taten folgen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn die Zeit auf der Uhr eingetreten ist, das Datum parat, dann wird das Ergebnis bevorstehen. Weil das Schöne ist, wenn man aus seinen Mitteln schöpft, wenn man versteht letztendlich, wo es drauf ankommt. Dann weiß man, welche Resultate in der Vergangenheit da gewesen sind und man kann die auf alle anderen Menschen auch reproduzieren und so aufbauen, dass sie letztendlich so sind, dass das da auch zu erwarten ist. Aber die Voraussetzungen, die müssen so sein, dass du es auch wirklich möchtest, dass du für dich tief im Inneren diesen Wunsch hast, um dir zu sagen, das soll jetzt bei dir an der Tagesordnung gehören. Und nicht nur dann, sondern nach Möglichkeit auch die Folge Tage, Monate, Wochen, Jahre, wie auch immer du das stückeln und staffeln möchtest. Und das Schöne ist, du wirst davon überzeugt sein und das Anwenden Voraussetzung ist, du konzentrierst dich nicht auf die Vergangenheit, sondern schlichtweg auf die Zukunft. Und das machen die meisten Menschen nämlich nicht. Die leben nur jetzt hier und heute und wundern sich darüber, dass morgen irgendwo was passiert. Eine Pandemie, irgendwelche anderen Einflüsse, Kriege oder Steuererhöhungen oder was auch immer du dir da so letztendlich ausmalen könntest und kommen da nicht mehr zurecht, kritisieren das und ändern aber nichts an dieser Situation. Und wenn du nichts veränderst, dann bist du immer davon belastet und wunderst dich darüber, wie kann das denn sein, dass es immer wieder passiert? Das passiert bei allen anderen Menschen auch, die sind dann nur besser darauf vorbereitet. Und wenn du vorbereitet sein möchtest, wenn du dir ganz klar wünschst, jetzt soll dieses Szenario bei dir eintreten, dann schick mir doch einfach mal eine Nachricht. Dann gucken wir zusammen, wo du augenblicklich jetzt gerade in dem Zusammenhang stehst und wo du sein könntest, was wir dafür möglich machen müssen und wie das schnellstmöglich für dich realisierbar sein wird. Weil es ist gar nicht so kompliziert, wie du es augenblicklich jetzt noch so denkst und für dich anwendest, sondern es gibt eine Marschrichtung, eine Route, einen Fahrplan dafür, den wir einfach nur für dich anwenden müssen. Und kurzer Zeit später wirst du für dich herausfinden, dass das bei dir eingetreten ist. Und wenn du das jetzt möchtest, wenn du jetzt ganz klar sagst, das ist für dich dein Steckenpferd, dann möchtest du darauf aufbauen, dann geh auf meine Seite petersanter.de, schau dir das an, buch dir einen kostenlosen Beratungstermin und dann gucken wir zusammen, gemeinsam, was dafür notwendig ist, wie das schnellstmöglich bei dir impliziert, integriert werden kann und wie das für dich große Früchte trägt, die du nur noch ernten musst. Und das Schöne ist tatsächlich, es gibt so viele Auseinandersetzungen und Szenarien da draußen, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Wir können dir aber ganz klipp und klar eine Antwort darauf geben, weil wir da nicht nur von sprechen, sondern auch die Antwort dafür wissen. Und das ist so zu verstehen, dass du davon partizipierst und größere, bessere Ergebnisse im Umkehrschluss erreichst und bewirkst und diese für dich verwenden kannst. Im ganzen Arbeitsalltag, im Geschäftsjahr oder in den Folgejahren. Voraussetzung ist wirklich, du hast für dich verstanden, dass das das Maß der Dinge ist. Und für dich so wichtig, dass du das wirklich für dich verwenden möchtest, Tag ein und Tag aus. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, dann teile das jetzt mit den Personen, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur sehen, hören und verstehen, sondern jetzt direkt anwenden, umsetzen und einbauen. Mach das, schau dir meinen YouTube-Kanal an, wenn dir das Video jetzt hier schon gefallen hat, teile das, mach einen Kommentar in die Kommentarspalte, wenn dir irgendwelche Fragen dazu aufgekommen sind, mach den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns schon direkt im nächsten Video. Nimm das zu Herzen und ich freue mich darauf, von dir jetzt zu hören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.